Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stormworks. So, wir haben ja in der vorletzten Folge, ist mir aufgefallen, dass irgendwie die Logik nicht so ganz fähig ist für eine Reihenschaltung. Und das Ganze haben wir dann mit dem die Folge darauf mit den Passenger Lights schon gefixt. Was aber jetzt noch fehlt, ist die Türkontrollfunktion, also die Türsteuerung. Die müssen wir nämlich jetzt auch nochmal anpassen. Die muss jetzt nämlich auch nochmal entsprechend ausgestattet werden, dass wir da eben was in Reihe schalten können. Das ist nämlich sehr wichtig und damit das hinhaut, müssen wir gerade mal kurz gucken gehen, wo das Ding ist. Das muss ich einmal kurz ein Stückchen nach links verschoben werden. Wir sehen auch gleich, warum das so muss. Und ich finde das interessant, dass überhaupt hier reinpasst. Warum kann ich das denn... Also, wow, okay, man kann ja verstapeln. Interessant. Ja, und zwar werden wir mal ganz kurz auch mal laden. Und zwar hier den Sender. Genau den. Und wir müssen da kurz was in der Logik machen. Wir müssen nämlich hier jetzt wieder dafür sorgen, dass wir dann wieder das Read-Gedöns mit reinkriegen. Das heißt, wir machen das einmal ein Stückchen breiter und fügen nochmal eine weitere Logik hinzu. Und das ist dann der Data-Input. Genau, und da müssen wir halt gucken, dass, ne, ich habe ja gesagt, dass die Sachen immer in Reihe geschaltet werden können müssen, damit das eben egal ist, wie du die halt anreißt, die einzelnen Logikgeräte, ne? Die einzelnen Mikrocontroller, das halt keine Rolle spielt, wie die angereiht sind, dass es halt trotzdem alles geht und jeder Mikrocontroller halt die Daten verarbeitet, die er zu verarbeiten hat. So, und damit das dann eben auch geht, müssen wir eben, genau, den ganzen Kram überschreiben. Was ja irgendwie leider nicht ganz so einfach funktioniert. Man kann das eben leider nicht einfach so überschreiben. Indem man einfach neue Werte eingibt und die alten einfach übernimmt. Das geht ja leider nicht. Haben wir ja schon alles durchgesprochen in der letzten oder vorletzten Folge. Auf jeden Fall innerhalb der letzten beiden Folgen haben wir das durchgesprochen schon einmal. Weswegen wir eben selber dafür sorgen müssen, dass es überschrieben wird. Und genau, um das zu machen, können wir dann nämlich hier unten... Brauchen wir dann wieder hier so ein Ding und dann müssen wir gerade mal kurz gucken. Was jetzt wichtig ist, ist, welche von den Logik-Dingern was ist. Wir müssen nochmal kurz nachgucken, welche von den Dingern boolesche Werte sind und welche von den Werten numerische. Aber ich glaube, das war alles. Wir sind eigentlich schon so weit, dass alles numerisch ist. Also wirklich alles. Deswegen wir jetzt auch einfach ein Write nehmen. Mal kurz schauen, ein Write Number. Brauchen wir nämlich ein paar. Und genau, da brauchen wir noch ein Read Number. So, Read Number. Genau, das brauchen wir dann auch noch. Und dann müssen wir den Kram jetzt halt irgendwie. Ja, so ein bisschen. Wieder. Ja, ein bisschen aufwendig wieder alles verkabeln hier. Wenn das geht, wir brauchen dann nicht wieder dieses ganze Read-Gedöns. Dann brauchen wir hier oben den Write. Und dann haben wir. Ja, dann haben wir hier oben mal Kanäle 1 bis 6. No. Und da unten haben wir dann Kanäle 8 bis 13. Nein, das ist ein Read, wir brauchen ein Write. So, dann machen wir hier die Kanäle 8 bis 13, also 5 müssten das sein. Ne? 8, 9, na guck mal, jetzt geht das ja 8, 9, 10, 11, 12. Okay, 6 sind's. 6 sind's. So, und dann müssen wir das hier halt irgendwie jetzt wieder alles aneinander stopfen. Ja, es ist wirklich mühsam. Aber es muss sein. So, genau, das heißt, wir haben das hier schon mal alles erledigt. Dann kann das nämlich hier runter, dann geht das nämlich stattdessen da rein und dann geht das da rein. So, dann machen wir das so, da haben wir das auch schon bald verkabelt. Dann müssen wir jetzt hier die ganzen Read-Dinger hier reinzimmern. Am besten hier drüben. Zack, dann. Ah, cool. Okay, so geht das leider nicht. Ich dachte, man konnte irgendwie mal die Sachen einfach kopieren. Ich dachte, das ging. Indem man dir einfach Steuerung runterzieht und dass es dann geht. Aber irgendwie leider nicht. Achso, ja, nee, das geht ja mit Steuerung C und V. Ja, ich weiß. Ich erinnere mich. Ja, guck mal hier. Das sind nämlich die anderen. Es geht üblicherweise in allen möglichen Programmen eigentlich. So, dass man das halt einfach mit Steuerung mal eben irgendwelche Elemente schnell kopiert. Hier wohl leider nicht. So, dann können wir auch gerade mal Folgendes machen. Wir können auch hier alles mal so ein bisschen abwechseln, damit das dann nicht so total chaotisch aussieht.
Nämlich finde ich dann viel ordentlicher aus. Dann können wir es mir einfach alles so in Reihe machen. Ja, und das müssen wir dann immer so im Zickzack, dann sind die Linien nämlich einfach gerade und dann sieht das nicht so unglaublich durcheinander aus. So, dann kann man nämlich den Kram hier auch aus Prinzip einfach mal kurz verschieben, damit das auch ganz klar getrennt ist, was davon der Logikteil ist und was davon. An, ne, hold on. Dann kann man das nämlich ein bisschen klarer trennen, was davon dann der Logikteil ist und was davon der Übertragungsteil. Kann ja alles irgendwie ein bisschen ordentlicher machen. Dann können wir als nächstes dann so. Nur das hier. Genau, das jetzt. Ja, es ist halt wieder sehr mühsam, das alles so zu machen, aber naja. Ja, ist halt schade, dass das Spiel das nicht selbst überschreibt. Das ist wirklich sehr belastend. Naja. So, und dann können wir auch eigentlich gerade mal so machen. Und dann müssen wir jetzt hier irgendwie den ganzen Spaß hier einmal verbinden. Toll. So, das heißt hier hin, dahin, 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 dahin. Dahin, 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 dahin. Cool. Es sieht überhaupt nicht chaotisch aus, aber gut. So. Wo ist denn dann die Mitte? Das ist hier die Mitte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, das ist tatsächlich die Mitte. Glaubt's kaum. Schieben wir das nochmal ein Stück nach hinten. Ach Gott, das sieht ja gut. So bedingt ordentlich aus irgendwie. So. Jetzt müssen wir die ganzen Kanäle machen. Dann haben wir hier 1, dann haben wir hier 2, dann haben wir hier 3, dann haben wir 4, 5. 6. 2, 4, 6, genauso muss es sein. Dann haben wir. Das muss auch mal getauscht werden, sehe ich gerade. Dann haben wir nämlich hier 6. Genau, das ist dann Kanal. Ah, ne, das ist Kanal 8. Ach so, ja, stimmt, 7 wird ja. Okay, ne, dann es war alles richtig. Achso, ich kann auch einfach. So. Mal alles richtig. Das heißt, wir können dann hier. Genau, ist Kanal 7. Das ist dann nämlich Kanal 8. Hier haben wir Kanal 10. Hier haben wir Kanal 12. Und hier haben wir dann Kanal 9. So, dann haben wir alle Kanäle, perfekt. So muss das sein. Und dann haben wir das im Prinzip schon gemacht, dass wir das überschreiben können, alles. Wir haben jetzt nämlich einen Data Input. Und den können wir uns jetzt zunutze machen. Und, ja, genau. So. Gut. Wir haben dann hier die Kanäle 1 bis 6. Dann haben wir Kanal 7, genau. Dann haben wir Kanäle 8 bis 13. Ja, perfekt. Super. Ja, dann haben wir das im Prinzip auch schon gemacht hier. Perfekt. Nur, dass mir das tatsächlich jetzt nicht so gut gefällt, dass es hier ein bisschen chaotisch ist. Das kann man einfach mal kurz verschieben, dann ist es zwar nicht so schön symmetrisch, wie es gerade war, aber gut. So, das heißt, wir haben dann im Prinzip auch hier schon wieder das Ding fertig. Dann können wir das mir auch als Sender abspeichern. Haben wir unseren. Nee, DAC-Sender bloß nicht. Wir haben den DAC-Sender, das heißt, wir suchen dann mal nach DAC, haben wir uns den Sender. So, gucken wir mal, haben wir das denn alles auch schon auch nach Sender benannt? Some Notes are overlapping, ja, okay, gut. Dann haben wir hier die Instrumental Panels und dann Data Output. Ja, wir machen das mal. Ich mach das mal so. Ne? Und dann müssen wir eventuell gleich nochmal verkabeln gehen, weil das dann. Möglich, dass da jetzt was nicht stimmt. Wir updaten das Ding und dann gucken wir gleich mal kurz, wo was reingeht. Machen wir die Composite-Daten. Das DAC ist. Warte, jetzt muss ich kurz orientieren. Hier. Da ist es. Hier ist jetzt unser Data Input, da ist unser Data Output und da sind die Instrumental Panels. Genau, weil da gehen jetzt die Instrumental Panels im Moment rein. Das darf aber nicht sein.
Die müssen jetzt nämlich stattdessen da reingehen. Und dann müssen wir das so machen. Und dann müsste das eigentlich immer noch genauso funktionieren wie vorher. Dann gucken wir gerade mal kurz, ob das noch funktioniert. Und wenn dem so ist, dann freuen wir uns und so. Stimmt, es gab ja ein Sound-Update letztens. Ah ja, ich. Also, wir brauchen nochmal. Wow. Für den Electric. Cool. So. Gut. Hey, das ist schön. Okay, wir brauchen jetzt als nächstes. Genau, die Türen. Wir müssen jetzt gerade mal gucken, wenn wir links freigeben, dann ist da grün. Dann können wir die auch öffnen, ne? Genau, das geht. Und wenn wir jetzt die Freigabe rausnehmen, funktioniert immer noch perfekt. Wenn wir das rechts machen, müsste auch gehen. Wir nehmen rechts die Türen. Dann kann man die auch wieder schließen. Perfekt. Klappt. Super. Und hier ist unsere lustige Tür. Genau. Ja, super. Funktioniert alles. Das freut mich doch. So, super. Ja, und das soll dann für heute auch schwer genügen. Gerade mal nochmal kurze Folge, aber es lohnt sich jetzt halt nicht nochmal groß was anzufangen. In diesem Sinne würde ich dann einfach mal sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.